Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Spielstand von Endzone. So, es ist natürlich Nacht. Gut. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, ich mache mal ein paar Videos. Halt natürlich nicht. Ne? Prompt kommt irgendwas dazwischen. Also, neue Aufnahme heute. Na gut. Aber heute versuche ich mal ein paar mehr zu machen. Gut, ich muss erstmal wieder rein. Wie gehabt, die holzen alles ab. Der Schrottplatz arbeitet. Wir sammeln Ressourcen. Ist richtig. Alles klar, was baue ich denn da? Ach, die Köhlerei. Ja, siehst du wohl. Sehr schön. Genau, die Köhlerei hatten wir noch angesetzt. Köhler haben wir natürlich nicht. Aber im Moment nicht. Wieso ist das auf Pause? Wieso habe ich das auf Pause gemacht? Wegen dem Schrott und so? Ja, brauche er nicht. Mach mal. Alles klar. Können Sie fertig machen? Geht los. Sehr schön. So. Unser Brunnen startet auch. Wir haben über 1000 Wasser. Das gefällt mir sehr gut. Unser Futter ist auch bei 700, 800 mit immer so mittlerweile. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und da heult er auch schon gleich rum, der Jäger. Okay, wir gucken mal, ob er irgendwo was in der Nähe hat. Irgendwas. Wir kommen da. Dann jagt doch da. Soll uns gleich sein. Gut, dann wollen wir mal gucken. Wenn der Köhler fertig ist, dann können wir Kohle herstellen, somit unsere Zisterne ausbauen zu einem Wassersilo, das mit Aktivkohle läuft, damit wir auch, wenn wir mal verstrahltes Regenwasser einsammeln, das schön filtern können. Und ja, das sieht soweit, glaube ich, ganz gut aus. Wir könnten, pass auf, hier noch ein Feld anlegen. Hier, ich würde gern hier eins so ein lenken, wenn es geht. Ein so ein längliches anlegen, und zwar, ja, das war super. Ja, gut, das soll genauso lang sein. Geht natürlich nicht, oder was? Warum nicht? Hä? Pass auf, nochmal. Das geht nicht. Warum nicht? Ach so, geht das? Du wirst mich verarschen, oder? Gut, dann bauen wir zwei solche. Warte, dazu muss ich aber nochmal gucken. Nee, so nicht. Wieso geht das da nicht, du? Wirst du mich veräppeln? So geht's. So nicht. Hä? Wieso geht es so nicht? Blockiert, blockiert, web, web. Oh. Dann sind wir mal ganz schlau. Und machen nur ein so ein kleines. Okidoki. Wir machen da so viele Felder rein wie möglich natürlich. So, es regnet auch endlich mal wieder. So, ich hoffe, unsere Elektronik kommt auch langsam in Fahrt hier. Wir brauchen ja dann immer noch die Wetterstation. Wo bauen wir denn das Monster überhaupt hin? Guck mal, wie groß sie ist. Nee, ist klar. Hier. In die Nähe vom Schrottplatz vielleicht? So, weißt du so? So als. Weiß auch nicht. Ja, aber die braucht 36 Holz, die wir noch nicht ganz haben. 6 Stoff, was uns echt wehtut. Und natürlich 6 Elektronik. Wir lassen sie erstmal das andere zu Ende bauen und dann schauen wir mal weiter. So, hier sieht es auch gut aus jetzt. Jetzt brauchen wir einen Kühler. Minimum einen. Alles klar. Der stellt jetzt Kohle her. Das ist gut. So, sonst ist alles easy hier bei euch, ja? So, hier wird abgeholzt. Da kommt natürlich das neue Feld hin. Ganz wichtig. Bevor wir es vergessen, wir vor allen Dingen, ich, gleich die Straße anlegen hier vielleicht. Und dann. Hier ist der Zugang, ne? Na gut.
So, ja, pass auf, dann. Ach, jetzt habe ich das hier auch falsch gemacht, ne? Ich könnte dann höchstens hier lang bauen. So. Und mache das hier aber genauso. Oder? Genau, dann weiß ich wenigstens genau, wie das nächste Feld. Nö, da lass mal Kürbis. Und einen Bauern mehr. So. Sehr gut. Was hast du denn? Ja, ich habe keinen Stoff. Ja, ja. Sie arbeiten ja dran, nicht wahr? Wir brauchen mehr Schrott und Stoff. Und uch, die Wolke. Das beruhigt sich gleich. Gebäude ausbauen. 8 Kohle. Gut, dann müssen wir ein bisschen auf den Kühler warten. Ist okay. Die haben das jetzt mit dem Update, mit dem letzten, auch so gemacht, dass man, wenn man jetzt sagt, so, ich will das ausbauen, dass der, also das Gebäude weiter funktioniert, bis es ausgebaut ist. Und das ist ja auch wichtig. Ansonsten, vorher war das so, dass die Zisterne dann komplett außer Betrieb war. Also Wasser war nicht mehr. Und dann hast du verloren, wenn du nur eine hast zum Beispiel, ne? Dann ist das schon doof. Irgendwie. Ja, aber... Wir können ja schon mal draufklicken, es läuft ja. Ist ja nicht so schlimm, das machen die nebenbei. So, hier wird jetzt auch schon fleißig angebaut. Sehr gut. Was hast du denn? Benötigt Stoff. Ja, er arbeitet ja auch dran, oder nicht? Er macht doch schon hier. Ist er gar nicht. Der macht es. Ja, ist natürlich blöd, wenn man nur einen hat. Wir müssen natürlich noch ein paar mehr bauen, aber... Eins nach dem anderen. So ist das Spiel. Eins nach dem anderen. Es regnet so schön. Aber das ist schon mittelkontaminierter Regen. Das wäre jetzt für unsere Regenauffangdinger hier. Wo sind sie? Hier, Regenspeicher. Ziemlich doof, weil die haben dann kontaminiertes Wasser. Und dafür brauchst du dann wieder diese Zisterne, die das Ganze dann filtert. Durch die Aktivkohle und so. Aber es ist okay. Wir haben ja noch keinen Regenspeicher. Und mit der Wetterstation, wenn die denn fertig ist, kannst du entscheiden, wann die Leute die Felder und die Regenspeicher abdecken sollen. Also würde ich jetzt bei Mittel durchaus schon machen. Geht jetzt hier natürlich nicht. Kann ich so jetzt manuell nicht sagen. Von wegen hier kommen abdecken und so. Das geht nur, wenn du die Wetterstation hast. Und wie gesagt, die bauen wir als nächstes. Ich ziehe mir das mal kurz rein hier. Wo hauen wir die denn hin, ne? Wir können hier rüber bauen, wir wollten nach unten bauen, ne? So, er hat den Umkreis hier. Na, die Wetterstation wäre hier, glaube ich, schon ganz okay. Pass auf, wir machen die mal. So, guck mal. Die wäre hier schon ganz angebracht, guck mal so. Die müssen das sowieso erst alles abholzen machen tun, dauert ein bisschen. Ist aber in Ordnung. So. Der Kühler muss erstmal Holz holen, denke ich. Das ist so eine Sache. Wir haben ja nur zwei People, die hier Holz holen. Das ist alles ein bisschen echt knapp. Und wir brauchen mehr Wohnraum. Den könnten wir hier ja schon längst bauen, ne? Wenn ich das richtig sehe, können wir hier sowieso kein Feld mehr bauen. Weil, doch. Gut, das mal. Das ist zu weit, oder? So, Wagen. Ja, das ist noch genau drin. Sehr gut. Ich habe jetzt nur keinen Bauern über, deswegen pausiert das jetzt. Das ist okay. Pass auf, wir bauen jetzt. Das geht, ne? Ich kann die Felder ja bauen. Und sollen wir das so machen?
Ist das jetzt genauso lang? So, ne? Ich sehe auch nichts hier unten. Kannst du das sehen, wann ist das denn hier zu Ende? Scheiße. Wohin? Das ist hier, ne? Ja. Pass auf. So, wa? So. Dispausiert. Und dispausiert. So sind sie alle noch genau drin. Achso, dann können wir das hier auch bauen. Pass auf. Ich setze hier einfach eins rein. Ich hoffe, das passt jetzt so. Tut's. So. Und pausiert. Wir haben ja noch nicht genug Bauern. Aber dann haben wir hier 6, 7 Felder. Hier habe ich natürlich jetzt Mist gebaut, weil... Nee. So. Hier hätte ich auch noch schön eins hinsetzen können, ne? Oder? Pass auf. Bau abbrechen. Wir brechen den Bau ab. Das hat ja keinen Sinn. Pass auf. Ich würde gern... Wenn es geht. Noch so eine Längsfläche hier. Moment, das habe ich. Nee, das habe ich falsch angesetzt. So. 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 Genauso lang, ne? Super. So. Wir setzen die Wetterstation dann ein Stück weiter rüber. Das passt schon. Guck mal hier. So. Hoch. Ja, gut. Ist ja egal. Ist ja nur ein Stück weiter rüber. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Felder. Alles klar. Ich denke, das reicht eine Weile. Hoffe ich mal. Sehr gut. Natürlich habe ich noch nicht so viele Bauern oder wir. Aber die kommen ja nach und nach. So, jetzt weiß ich aber, wo ich zum Beispiel noch Häuser hinstellen kann, ja? So, jetzt kann ich sagen, gut, hier wohnt demnächst Elfriede und Fritz oder so. Da geht es natürlich nicht, klar. Aber ist egal. Und dann können wir das hier so runterbauen. Oder lieber einen weiter. So, pass mal auf. Dann können wir so sagen, wir bauen hier runter. Und dann kommen wir auch nach unten. Jetzt lass ich mir erstmal die beiden machen. Ich kümmere mich ganz kurz um den Schotterweg. Toll. Hier bauen wir mal so ganz rüber, damit der Arbeiter da rankommt. So. Alles schön miteinander verbinden. Genau. Ja, das war jetzt toll. So. Er kann da zwar nicht ganz rum, aber das müsst ihr auch nicht unbedingt. So. Und hier noch rüber, wa? So, gucke. Sehr geil. Entschuldigung. So, das Feld ist auch fertig. Da machen wir jetzt auch ein Päuschen. Zack. Sehr geil. Was ist da? Sind da noch Bäume oder spinne ich jetzt? Muss der die nicht abholzen? Na gut, da kann ich ja hier meine People hinschicken. Pass auf, und dann sage ich ja, irgendwo holst mal alles ab, was hier so rum. Ne? Genau. Wie ist es hier? Noch in Gange, ne? Ich sehe das jetzt gerade nicht. Doch, hier. Hier unten ist das. Gut, die sammeln alles zusammen, was irgendwie geht, um dieses Ding auszubauen. Das dauert alles seine Zeit und ich liebe solche Spiele ja, weil ich mag es eigentlich immer ganz gerne, wenn es einfach auch ein bisschen länger dauert, ne? So, hier würde ich gerne bei den Sondierer bleiben, hier in der Ecke, denke ich. Macht sich das ganz gut und so haben wir alles auf einem Haufen erstmal. So.
So, der hat jetzt 10 Elektronik hergestellt. Das heißt, wir brauchen nur 6. Dann braucht er jetzt keine Elektronik mehr herstellen und macht erstmal Stoff mit. Der andere nicht alle 10 Sekunden jault. Gut. Unser Jäger hat schon wieder nichts. Der spinnt doch, oder nicht? Da ist doch genug. Was will der denn? Immer dieses Fragezeichen hier drüber, das ist auch komisch. Hier laufen ja Tiere rum. Sieg ja hier mit dem bloßen Auge. So. Sehr gut. Wetterstation in Action. Felder haben wir gebaut. Es gibt 2 neue Hütten, damit wir Kinder kriegen und wieder mehr Erwachsene ran. Zisterne ist im Ausbau. Sehr schön. So. Noch ein Köhler mehr, würde ich sagen, und noch ein Techniker mehr, damit wir genug haben. Genau. Hier, Halstücher hat er jetzt genug. Wo ist der Atemschutzmasken? Brauchen Kohle, ne? Ja. Aber Kohle haben wir auch noch nicht genug. Also das dauert ein bisschen. Sieht doch schon ganz gut aus. Also ich würde sagen, mit unserem Essen und so, das kriegen wir schon ganz gut geregelt. Wasser auch. Sehr gut. Na, Wasser ist ein bisschen weniger geworden jetzt. Aber wir haben auch noch den Brunnen und bla. Und natürlich ist das ganze Ding hier im Ausbau. Da müssen wir ein bisschen gucken. Das ist halt so. Die brauchen ihre Zeit, um das dahin zu schleifen. Das ist einfach. Okay, aber wir haben Felder. Und hier gibt es neue Hütten. Guck mal, wer ist da eingezogen? Matthew und Maria. Ah, dann gibt es aber bald Kinder. Sehr gut. Neue Kinder. Immer gut. Neue Kinder braucht das Land. Ne? Je mehr kleine Hütten du baust, umso mehr Kinder kriegst du. Also, ne? Umso mehr erwachsene Siedler für später. Sehr geil. So soll es sein. Das Schöne an so einem Spiel, wie gesagt, ist, man hat die Strategie dazu, die Ruhe, das alles zu durchdenken. Du kannst manchmal in der Zeit auch kurz was anderes machen und es passiert nicht gleich irgendwie was Schlimmes oder so. Ich persönlich finde sowas sehr entspannend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und mal gucken, wie weit wir es bringen, bevor irgendeiner irgendwo drauf geht. Hier ist der Hubschrauber, genau. So, wir haben ja links und rechts hier auch Wasser. Also wir können uns richtig nach links und rechts, also für mich links und rechts, hier ausbreiten. Und Wohngebiete und sowas schaffen und alles Mögliche. Und Wasser wird es überall geben. Das ist sehr, sehr gut. Prima. So, ich hätte gern. Wie viele Kräuter haben wir dann, du? Ah ja, gut, okay. Ja. Ein Jäger mehr einsetzen. Und einen Wasserträger. Das ist wichtig. Dringend nötig. Nicht wahr? Ja. Und immer wieder gesagt, für diese toten Ecken hier. Und da und da und da und da und da und so. Ich hätte so gerne so ein bisschen Deko, weißt du? Was brauchen wir denn hierfür? Ach, lass sie das doch fertig bauen, dann ist es weg. Kannst du also mit rechnen, wenn die Wetterstation irgendwann mal fertig ist? 200 Jahre dauert, ist aber nicht schlimm. Geht's auch los mit den Dürreperioden und sowas. Und dann wäre dieser Bewässerungsdingsbums hier nicht schlecht. Denke ich schon, dass das ganz okay wäre. So, ich denke, das reicht auch. Wir kommen da ja ran. Dann bauen wir das ab. Das wäre super. Holz schaffen sie ran. Sind zwar nur 2, aber na gut. Wir arbeiten dran. Ich will ja nur, ja, den Baum hier und so, das kann stehen bleiben, das stört mich nicht. Das ist okay. Wenn sie es jetzt abholzen, ist auch egal. Ich komme ja ran. Mal sehen.
weil er ja schon so ein Abholzdingsbums ist. Aber ja, mal gucken. Vielleicht bauen wir uns als nächstes mal einen Förster. Aber das auch erst, wenn alles andere jetzt fertig ist hier. Ne? Dauert halt lange, die bauen das Holz. Und wir haben nicht genug Leute. Müssen wir erst ein bisschen Holz sammeln, ne? Ich finde, das sieht schon ganz gut aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Die Felder sind ein bisschen unterschiedlich groß, aber das... Pff, jetzt mal im Ernst. Was? Achso, hier gibt es nebenbei immer noch so kleine Missionen, die man, also Aufgaben, die man machen kann. Sammle Ressourcen aus der Umgebung, Holz einlagern, 134. Wir brauchen das Holz natürlich jetzt dringend für alle möglichen Bauvorhaben. Schaffen wir diese Mission? Natürlich nicht. Dann kriegst du, wenn du das gemacht hast, kriegst du 30 Schrott und 50 Kräuter. Aber weißt du, dafür stoppe ich jetzt nicht den Bau. Und wenn wir genug Leute hätten, würden wir es eventuell sogar schaffen. Aber da kann man sich drauf einlassen, muss man aber nicht. Das Wasser ist knapp. Ja, habe ich mir schon gedacht, ja. So, können wir erstmal ein bisschen Gas geben. Dauert lange, ne? Die haben nicht mehr genug Holz drin, ne? Ich flipp aus. Ja. Pass auf, wir machen das mal so. Vielleicht geht das dann schneller. Der trägt doch Wasser, oder? Zuversicht, Kind. Ach, das ist ein Kind. Das interessiert uns jetzt gerade nicht. Hier läuft auch keiner mehr an dem Steg, ne? Oder? Doch, jetzt, guck, da läuft er. Wasserträger. Okay. Hol mal Wasser. Fehlt mir noch. Wenn es jetzt das Wasser ausgeht hier. Es liegt hoffentlich nicht an dem Ausbau. Aber das werden wir jetzt feststellen. Nö. Packen die da rein. Sollen wir nur eine Pause machen oder irgendwas, weiß ja keiner. Klar, wir tragen das Wasser nachts, ne? Guck mal, sieht doch schon echt gut aus hier mit unserem Schotterweg und diesem ganzen Klimbims. Haben wir das ein bisschen geordnet und sortiert, sehr schön. Da können wir dann in aller Ruhe was anbauen. Du nervst mich auch, da ist auch alles. Warum dieses Fragezeichen? Das sehe ich echt nicht. Dann ja, hier. Trotzdem. Also manchmal ist es auch, glaube ich, ein Bug, oder? Ich bin nicht sicher. Weil, guck mal, er hat jetzt hier 600 Fleisch, sage ich jetzt mal, oder Nahrung. Hier laufen sie auch, die Schweine. Und er schreit mich an, ich brauche Wildschweine oder Rehe. Hä? Sind ja hier. So ist es ja nicht, ne? Wir lassen das mal so laufen. Hier, die laufen durch unsere Felder. Und er ruft nach Hilfe. Also, hat er jetzt? Ja, jetzt war er. Lauf, Bruder. So. Und du brauchst Holz, ne? Ja, ich weiß. Und das Holz wird gerade hier dringend benötigt. Die sind hier ja noch nicht so weit. Hier kommt auch irgendwie nichts an. Ich weiß es auch nicht so genau. Schrott, Plastik, Kohle, nichts kommt hier an. Kohle sind 18, da holt aber keiner. Was? Komisch, komisch. Ich habe jetzt nicht Pause gedrückt, ne. Man weiß ja nicht. Ja, komisch. Ich setze noch einen Wasserträger ein.
Also das kannst du ja jederzeit Gott sei Dank ändern. Aber unser Wasserstand ist wirklich sehr, sehr niedrig hier und ich weiß nicht warum. Gut, regnen tut es auch, das ist schon mal sehr gut. Vielleicht liegt es auch mit daran so ein bisschen, ne? Gut, ich denke, für heute reicht's und ich hoffe, wir haben noch lange, lange gemeinsam Spaß daran, weil richtig interessant wird es nachher mit der Expeditionsgruppe. Das machen wir dann natürlich auch zusammen und ja, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut bis dahin und ciao, ciao.